So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Tales of Symphonia Chronicles. Ich bin es, euer Dem SimmerfX. Im letzten Part waren wir in Palma Lorca und mussten dort mit anderen Leben wie die Descents die Stadt angreifen. Und sie wollten dort eine arme ältere Frau töten, doch wir konnten das verhindern und haben die Descents in die Flucht geschlagen. So, wir müssen natürlich jetzt erstmal die Descents, also in ihrer Menschenfarm. Doch, ich weiß jetzt nicht, ob wir das gleich machen können, müssen, wie auch immer, denn eigentlich ist unser Ziel ja hier die Welterneuerung und unsere ganzen Freunde hier, Rain und so, haben ja auch gesagt, wir sollen uns erst um die anderen Angelegenheiten kümmern. Ich flüchte da jetzt, ich habe jetzt keine Lust gerade zu kämpfen gegen die Viecher. Und ich glaube, es ist eine bessere Idee, wenn wir jetzt erstmal hier an dem Pass weitermachen und später nochmal auf die Menschenfarm schauen. So, und deswegen bin ich jetzt auch hier hingereist. So, schauen wir mal. Auserwählte, ihr alle. Ja, was ist? Ich habe eine Neuigkeit von Dor. Er möchte, dass ihr die Reise zur Erneuerung der Welt vorübergehend aussetzt. Was ist der Grund dafür? Eine Reiseleiterin, die die Pilgerfahrt der Kirche von Marte begleitet, ist von den Descents entführt worden. Aufgrund dessen hat Dor sich entschlossen, die Streitkräfte von Palma Costa zu sammeln, um einen Angriff gegen Magnius Farm einzuleiten. Was haben wir damit zu tun? Wir möchten euch bitten, die entführte Reiseleiterin während unseres Angriffs zu befreien. Wer ist die entführte Reisebegleiterin? Ihr Name ist Chocolate. Chocolate? Oh nein! Auserwählte, bitte hilf uns. Leute, helfen wir ihnen. Ja, okay. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Natürlich. Wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Vielen Dank. Nile wird euch die Einzelheiten mitteilen, sobald ihr die Farm erreicht habt. Okay, ich muss sagen, um die Wahrheit hier zu sagen, ich habe hier eine halbe Stunde versucht, in diese blöde Menschenfarm reinzugehen, habe es nie geschafft und bin dann immer hingeritten irgendwohin und nie bin ich in diese blöden Menschenfarm reingekommen. Und das heißt, ja, ja, das war der Grund, warum ich jetzt wusste, dass ich hier erst hingehen muss. Weil ihr hättet nur eine halbe Stunde erlebt, wirklich, wie ich hier, also halbe Stunde ist übertrieben, Viertelstunde war es, wie ich versuche, in die Menschenfarm reinzugehen und die mir halt den gleichen Spruch sagen wie beim letzten Mal, oh, wir sollen nicht auf die Menschenfarm. Und das, sowas schneide ich natürlich raus, weil das war jetzt nicht so wichtig. So, ich würde sagen, schneller, ich will hier noch, blöde Schleimviecher. So, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal in das Haus hier kurz und ich möchte jetzt einmal übernachten. Ich hoffe, der Typ lässt uns jetzt übernachten und nicht so wie beim letzten Mal. Das war nämlich sehr nervig. Der Typ hat mir gesagt, nö, keine Lust. Du bist zu blöd. Ja, und? Ach so. Okay, ich muss das Bett anklicken. Ach so, er sagt es doch. Weil letztes Mal habe ich immer den Typen angeklickt und hat gesagt, du hast die gleiche wieso wie ich. Ich dachte, wir lassen uns deswegen hier nicht schlafen. Ja, das macht schon Sinn, gell? So, dann würde ich sagen, erstmal hier wieder raus und jetzt frisch gestärkt können wir zur Menschenfarm. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 7500, gut. Weil ich mache hier die ganze Zeit Übernachtungen und ich frage mich, ob das sich langsam hier auf die Geldbörse negativ auswirkt. Aber nee. So, dann würde ich sagen, wieder hier auf Neusch und dann auf geht's zur Menschenfarm. So, davor müssen wir aber den Nile hier noch finden, wer das auch sein mag. Wir werden es, schätze ich mal, bald herauffinden. Und davor, also was ich in meiner Reiterei immer herausgefunden habe, eine sinnvolle Sache. Nämlich dort hinten ist so ein kleines Dörflein, wenn die Kamera ein bisschen cooler hinschwenkt. Ich kann jetzt sogar Blob angreifen. Nein, Blob, du wirst jetzt sterben. Nein, Blob, dich hasse ich. Tempest! Ich hab ne Tempest! So, oh Leute, habt ihr das gesehen, das Tempest? Und da kommt der Ring Worldwide. Was ist ein Ring Worldwide? Und da kommen die Demon Fan. Und hört auf, euer ganzen Mana schon verschwenden. Wir sind nicht mehr auf der Menschenfarm und die haben alle schon keinen Mana mehr. Das ist ja grausig. Zack, boom. Und jetzt. Oh, Colette. Setz dich mal deine coolsten Zauber gegen die Standardgegner ein, die schwach sind. Colette hier. So, und dort hinten. Schön, gell? Ja, geh ich jetzt mal kurz hin. Weil das habe ich vorhin nicht erkundet, kann es sein, dass da irgendwas Spezielles ist. Und danach suchen wir den Nile und danach werden wir hoffentlich in die Farm reinkommen können. So. Hier, was, die Insel Toda, Schiffsrundfahrten. Ach, das ist doch das, wo die beim letzten Mal gesprochen haben, oder? War das bei... Ja, ich glaube, irgendwann haben die doch über diese Geysire da gesprochen, wenn ich mich nicht ganz irre. Könnte sein, dass das gewesen ist. Vielleicht ist ja auch hier der Nile. Oh, hier ist wieder eine Kirche. Und da ist ein Inn, da möchte ich jetzt eigentlich nicht rein. No, thank you very much. Und da ist ein Hundi. Hallo, Hundi. Und sonst gibt es hier nicht so viel Spannendes, oder? Super Dörflein.
Und das war schon wieder. Super. Okay, hier gab es echt nicht so viel. Jetzt versuchen wir nochmal hier reinzugehen. Ich hoffe, wir kommen da jetzt rein. Und ansonsten bin ich echt überfragt, was hat mich echt genervt. Eine Viertelstunde bin ich hier rumgelaufen und wusste, wie ich in diese blöde Menschenfarm reinkomme. Ist aber auch blöd, dass man erst den anderen Weg nehmen muss, um in die Menschenfarm reinzugehen. Wow. Ein Wimmerin. Oh, Leute. lustiger Zufall, ich spiele ja gerade auf der Witcher. Wow. Einfach mal hier der Badass-Zauber. Alter, dieses Viech ist stark. Kannst du mal Tempest machen? So. Können wir das besiegen? Wartet mal. Also, ich bin gleich mehr tot. Schon mal sehr gut. Colette, mach mal bitte ein magisches Auge. 4800, Alter. Das Viech ist echt stark. So, dann werden wir jetzt unser ganzes Mana verbrauchen, bevor wir reingehen. Ich wusste es, Leute. Aber komm, das besiegen wir. Und, das ist halt ein lustiger Zufall. Wir haben gerade in Witcher gestern gespielt. Oder, ja, gestern. Und, da waren auch Wimmern. Zufall? Kann nicht sein. Mir wollte ich selbst dich nicht von der Attacke treffen lassen. Wartet. Nee, verstanden. Ja, eins mich drücken. 2500 hat er. Okay. Knapp die Hälfte haben wir schon abgezogen. Schön die Attacke geblockt. Und es wäre doch cool, wenn mich noch jemand nochmal gescheit heilen würde von euch. Also man muss nur unter ihm stehen bleiben. Wenn man unter ihm steht, dann kann er einen gar nicht mit der Attacke treffen. Und das ist dann ist er eigentlich voll easy. Man muss nur richtig stehen. So, man darf aber auch nicht hochspringen, wenn er hier seine unfairen Attacken macht. So, wie viel Leben hat es noch? 1100. Ey, ist das irgendwie so ein Special Fight oder sowas? Egal. Also, solange es nicht so schlimm ist wie die Kiste. Ich sag nur noch die Kiste, wenn ihr noch wisst, die Höllenkiste. Schlimmste aller Zeiten. Dann ist alles okay. 30 Leben, so. Bam! Wir werden besiegt. 152 Erfahrung kommen. Also, da hätten wir schon bisher nur mehr bekommen können. Das war schon eindeutig hier ein größeres Kaliber als so die Standardgegner. So die Füchse und Wölfe und was auch immer, die wir sonst hatten. So, die zweite Farm. Lloyd. Ja, so etwas haben wir schon einmal gesehen. Das in Iselia war also nicht die einzige Menschenfarm. Ich möchte nicht noch mehr Opfer wie Marble sehen. Ja, wir wollen keine Opfer mehr sehen müssen. Auf geht's, Genis! Jo, Leute, ihr erinnert euch noch an die liebe nette Marble. Die hat sich ja, wurde ja, nachdem sie aufgemuckt hat, sofort hier von den, in irgendeine Kreatur verwandelt. Und ja, hat sich dann für uns geopfert. Auserwählte, wartet bitte. Neil, wir haben gehört, dass Chocolate entführt worden ist. Ja, ich möchte diesbezüglich gerne mit euch sprechen. Bitte hier entlang. Es scheint, als hättest du keine guten Nachrichten für uns. Hat irgendjemand mal gute Nachrichten für uns? Ich möchte, dass ihr eure Reise fortsetzt und die Gegend von Palma Locker verlasst. Aber wenn wir das tun, was wird denn aus Chocolate? Ja, wir müssen mit den Streitkräften von Palma Costa zusammenarbeiten, um Chocolate zu retten, richtig? Nein, das ist... So, es ist also eine Falle. Von den verschiedenen Möglichkeiten wurde die schlimmste wahr. Kratos, Professor, wovon sprecht ihr? Es war uns ein Rätsel, warum die Descents eine Stadt, die eine Armee hat, verschonen sollten. Ja, genau. Wenn die Descents eine Rebellion nicht im Keim erstickten, heißt das, dass der Gegner keine Bedrohung ist. Sie wurden in Ruhe gelassen, einfach weil sie nicht stark genug oder vielleicht sogar nützlich sind. Es ist, wie du sagst, Dur macht mit den Descents gemeinsame Sache, um die Auserwählte in eine Falle zu locken. Warum sollte er so etwas tun? Er war nicht immer so. Das Wohlergehen der Leute in der Stadt lag ihm immer am Herzen. Sogar damals, vor 5 Jahren, als er seine Frau Clara verlor, schwor er, gegen die Descents zu kämpfen. Also warum? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird er für die Auserwählte gefährlich, wenn wir die Farm eindringen. Überlasst Chocolate mir und setzt eure Reise fort. Bitte erneuert die Welt so schnell wie möglich. In der Tat. Wir sollten die Situation hier um der Welterneuerung willen meiden und die Stadt verlassen. Nein, ich kann die Situation nicht einfach ignorieren. Colette hat recht. Wenn wir die Dinge so lassen, wie sie sind, könnte Palma Costa genau wie Iselia zerstört werden. Du denkst auch so, oder Lloyd? Ja, es ist wahr, was du sagst, aber ich muss Kratos trotzdem beipflichten. Wenn ihr nicht wollt, dass die Städte zerstört werden, solltet ihr den Kontakt mit den Descents vermeiden. Nein, das stimmt nicht. Es ist kein Widerspruch, die Welt zu erneuern und gleichzeitig die Menschen zu retten. Das denke ich jedenfalls.
Wenn dies dein Wunsch ist, Colette, haben wir kein Recht, dich davon abzuhalten. Die einzige Person, die das Recht hat, auf dieser Reise Entscheidungen zu treffen, bist du, Auserwählte. Bist du damit einverstanden, Lloyd? Das war der Plan von, das war von Anfang an mein Plan. Erinnert euch noch daran, was ich gesagt habe? Ich werde sie alle vernichten! Trotzdem. Schon gut, Colette sagt, dass sie es so wünscht. Nun, es gibt zwei mögliche Vorgehensweisen. Die erste wäre, Chocolate und die anderen Gefangenen aus der Farm zu befreien. Wie die Dinge jetzt stehen, werden wir denn, wenn wir diese Farm ignorieren, ein zweites Iselia lieben. Die zweite Option wäre, Dors wahre Motive herauszufinden. Wenn er geplant hat, uns in eine Falle zu locken, dann kennt er den Grundriss der Farm recht gut. Wir sollten also uns ein bisschen mit ihm unterhalten. Was werdet ihr mit Dors tun? Das solltest du besser nicht fragen. Rain liebt drakonische Strafen. Das ist gut. Logisch gedacht. Müssten wir zuerst mit Dors sprechen. Was meinst du, Lloyd? Wir sollten angreifen, wir sollten zurück nach Palma Costa. Eine gute Frage. Ich würde sagen, persönlich, wir greifen jetzt erstmal an, weil, ja okay, was bringt uns der Umriss, wenn in der Zeit schon hier Schockleck getötet worden ist? Im Gegenzug ist natürlich so ein Grund, das ist nicht schlecht, aber, komm, wir sind Leute, wir hauen da einfach alle tot. Wir sollten sie angreifen. Wen interessiert schon die Falle? Wir werden Schockleck retten, jetzt sofort. Ja, richtig, ich mach mit. Ich auch. Ich bin sicher, dass Schockleck große Angst hat und sehr einsam ist. Ich stimme nicht gerne zu, aber es sieht aus, als hätten wir keine Wahl. Wenn das euer Wunsch ist, dann lasst uns gehen. Wartet bitte, nehmt mich mit. Ich möchte euch gerne helfen. Okay, lasst uns aufbrechen. Bist du sicher, es ist so gefährlich? Ja, ich erinnere mich, wie ich mich damals in Iselia fühlte, als es hieß, ich dürfte Colette nicht auf ihre Reise begleiten. Danke, ich verspreche, ich werde nicht im Weg stehen. Denkt daran. Sobald wir da einmal drin sind, können wir das Gebäude erst wieder verlassen, wenn wir alles erledigt haben. Wir werden durch die Vordertür eindringen. Das heißt, wir müssen gut vorbereitet sein. Wir müssen uns alles geben, Neil. Jawohl. Okay, Leute, dann greifen wir frontal an. Also, Frontalangriff ist immer noch die beste Option, meines Erachtens. Und wer ist das? Ist das Gegner? Ja, ich glaube, es sind Gegner. So. Dann legen wir uns mit denen an. Also komm, also ich meine, das, was wir bis jetzt von den Typen gesehen haben, war jetzt ehrlich gesagt... Okay, es war... gleich mal hier fertig gemacht werden. Nee, aber wirklich, das, was wir bis jetzt von denen gesehen haben, war jetzt nicht so furchterregend, dass wir jetzt keine Chance gegen die haben. Die haben zwar gar nicht mal so wenig Leben, aber stark sind sie nicht. Also ganz echt, die Tiere, die wir im Umland bekämpfen, sind 10-mal so stark wie die Gegner hier. Ich meine, ihr seht ja, viel Leben haben sie, aber stark sind sie echt nicht. Und ja, sie dritten halt immer nur zu dritt oder ich glaube, wir haben noch nie vier von denen gesehen, also kein Problem sollte es werden. So, wie gesagt, also mein Plan ist einfach, dass wir Chocolate halt sonst nicht retten können. Schießen wir mal mit dem Feuerball auf ihn. Oh, der Feuerball, Leute. Weil, wenn Chocolate in der Zeit stirbt, dann haben wir auch nichts davon. Und danach können wir uns immer noch mit ihm unterhalten, würde ich sagen. So, ich hau mal kurz eine Lupe raus. Dieser blöde Wyvern, der hat mich voll aus dem Konzept gebracht, weil der hat mir ganz schön viel Leben abgezogen. Und das war ein bisschen ärgerlich. So, 1480 Leben haben die Viecher, das merken wir uns einfach mal. Knapp also 1500, das ist okay. Und ja. So, also wie gesagt, wir können da immer noch dann später mit Bürgermeister Dora reden. Boah, verdammt. Was war das denn? Warum hat er mich so weggekegelt? Keiner kegelt mich einfach so weg. Zagaboom, zagaboom, Tigerblade. Und ich werde sogar geheilt. Oh. Okay, unsere ganzen Typen haben kein Mana mehr. Das ist natürlich nicht so gut, aber... ja. Ist halt blöd. Egal, wir finden hier immer ein gutes Orangengeld. Orangengeld. So, Sesam, öffne dich und jetzt kommt. Oh, umgangen. Wie episch. Was für aktive Soldaten. Sie laufen zu. Wir laufen 2 Meter ungefähr weg. Oh, wir können sie niemals einholen. Das bringt nichts. Das war gut. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum ich hier unseren Gruppenangriff nicht einsetze, ich spare mir den auf, weil ich kenne das immer in Situationen, immer wenn ich so was Cooles habe, dann setze ich den ein und dann, wenn so ein harter Bossfight kommt, dann habe ich da keine Energie mehr. Das heißt, ich werde jetzt hier diese Gruppenangriff, den wir halt haben und der halt stark ist, werde ich mir erst aufheben, wenn wirklich wieder ein harter Boss kommt. Ich wette, wir müssen auch gegen Mangius kämpfen, also den Anführer hier, der Menschenfarm. Und ich schätze mal, der wird ein größeres Kaliber werden. So, wie viel Erfahrung kriegen wir eigentlich? 53, lohnt sich eigentlich gar nicht, hier die alle zu wegzuhauen. So. Na, Typ, backst ein bisschen rum. Oh, schade.
So rumgebackt, das war es mir sympathischer. Okay, also wenn zwei von denen sind, dann sind sie kein Problem. Bei drei ist es auch nicht so schlimm. Wir müssen einfach immer nur auf den draufhauen, der das Schwert hat. Denn die Bogenschützen, die sind unglaublich lahm. So, 23 hat er hier mit seinem epischen Pfeil abgezogen. Das ist ja monumental riesig einfach. Jetzt mal auf seinem Bild. Oh, aber er haut uns immer so weg. Hier hast du deinen Demon Fang dann. Das machst du nicht nochmal bei mir. So, rein da, komm. Ohne Taktik, so kennt ihr mich. Einfach immer reinlaufen und alles töten. So, was ist hier Schönes? Die Funktion des Marlings hat sich geändert. Okay. Die Umgebung hat sich irgendwie verändert. Es ist etwas ähnliches wie ein Radar. Radar? Einfach ausgedrückt kann man damit Dinge sehen, die man vorher nicht sehen konnte. Hm. Okay. Also wir wissen ja, dass unser Mana sich verändert, das ist klar. Und hier sehen wir, dass sich der Warp, dass ein Warp kommt. Okay. Interessant. Aber erstmal hier in der Farm von Palma Costa. Wir sollten uns wirklich beeilen. Ja, ich will nicht länger als nötig, ich will mich hier nicht länger als nötig aufhalten. Dem stimme ich zu. Sich in einem Gebäude des Essens aufzuhalten, ist keine angenehme Erfahrung. Ja, beeilen wir uns. Naja, wir waren ja da schon mal drin. War ganz okay. So. Kommt doch. Also ich weiß jetzt nicht, was hier genau so die Falle sein soll. Aber egal. So, also, weil bis jetzt... okay, es sind ein paar Essens da, die alle nicht sonderlich stark sind. Diese Stalagmiten hier, die der raus beschwert, sind echt cool. Double Demon Fang. Boah, Leute, was hat der hier für coole Fähigkeiten? Apropos, wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben ja... Haben wir irgendwelche neuen coolen Dinger? Beast 2. Haben wir. Könnten wir theoretisch mal ausrüsten. Tun wir dafür mal hier nicht Tempest. Achso, ah, nee, Beast. Beast ist so ein... Hä? Warte, Beast? Boah, Leute, sieht das cool aus. Ich will meine Demon Fang eigentlich behalten. Hm. Mach mal den Sword Rain weg und dafür tun wir Demon's Blade draufhauen. Oh, das ist ja geil. Boah, Leute, das gefällt mir. So, Demon Fang sind aber trotzdem immer noch unser cooler Klassiker. Die muss man natürlich behalten. Auch wenn ich lieber die Double Demon Fangs hätte. Die sind cooler. So. Kein Ding. Will noch jemand? So, setzen wir unseren Mana-Ring ein. Also, wir können damit... Oh. Omega-Schicke. Hä? Der Gegner ist einfach weggeploppt? Ist ja geil. Ach so, oder wie ist, also ich weiß nicht genau, ob der Gegner, also ich schätze mal, der ist nicht weggeploppt, den sehen wir halt für kurze Zeit nicht. Aber ich schätze mal, es ist so, dass wir also versteckte Objekte sehen können, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Beast! So, das gefällt mir, das ist meine neue Lieblingsattacke. Tempest! Tiger Blade! So, und der letzte. Die Dinger, die Typen sind hier echt kein richtig großes Problem. Aber man bekommt auch nur relativ wenig Erfahrung. So, 77 Erfahrung ist jetzt nicht so das Wahre. Das Goldene vom Ei. So, da sieht man das. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Achso, hat sich hier die Brücke geöffnet oder was? Oder wie? Oder wer? Was ist das? Es ist eine Frische. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal einen echten zu Gesicht bekommen würde. Erfrischer? Es ist eine Maschine, die mit Magietechnologie arbeitet. Sie heilt die meisten Wunden. Wow, cool. Lass es uns versuchen. Erfrischen. Erfrischungsvorgang abgeschlossen. Sie ist irgendwie langweilig. Egal, sie hat uns geheilt. Also ist sie gut. Ja, ich hätte es auch gedacht, dass so Monstermaschinen rauskommen und sie in den Kopf bohren und dann irgendwie wir erst geheilt werden. So, das ist wieder so einer von diesen Magetypen. Sind ja kein Problem. Apropos, ich muss öfters daran denken, unseren Guardian hier zu verwenden. Warte mal. Ah, der schießt gar nicht auf uns. Lohnt sich ja gar nicht. Wartet. So, wir kümmern uns um den. Oh, habt ihr diesen Jump gesehen? Wunderschön. Okay, also wir müssen öfters daran denken, den Guardian zu benutzen. Vergesst es immer, dass wir die Attacke ja auch, die Verteidigung hier auch haben. Was? Jetzt habe ich den Guardian benutzt und er hat mir nichts gebracht. Super. Das bereust du, dass du meinen Guardian hier missachtet hast. Da kommt der Stalagmit. Warum fühlst du dich nicht gut? Weil der Kampf jetzt so anstrengend. Violette Karte haben wir erhalten. Okay, eine Schalterkarte, mit der, schätze ich mal, kommen wir weiter. Ist das ein Schalterrätsel oder was? Ich hasse Schalterrätsel. Oh, warte, 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 da ist was. Was haben wir jetzt erhalten? Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Egal. So, ey, dieses Ding gefällt mir. So, erfrischen wir uns nochmal kurz hier. So, dann, da ist nichts, da ist nichts. Drücken wir mal da drauf.
So, also wir können nur mit denen interagieren, wenn wir hier in dem... in diesem Modi hier sind. So. Und Wasser des Lebens gefunden. Sehr nett. Okay, das gefällt mir, Leute. Jetzt hat unser Ring mal hier eine richtig coole Funktion. Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter. So wie es aussieht. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und gehen hier lang. Und schauen uns hier mal ein wenig um. Wow! Oh, jetzt müssen wir gegen sie kämpfen. Das werden wir nie mehr schaffen. Oh mein Gott. Das ist so grausam, gegen die zu kämpfen. Außer wenn wir Beast machen. Und noch ein Beast. So, also ich hoffe, da stehen noch ein paar mehr von denen da frisch drin. Die sind mir sympathisch. Ein Beast! Jetzt. Warte mal. Wir machen das jetzt anders. Denis, du machst nicht mehr Maß halten, du machst zurücknehmen. Colette, du machst ebenfalls zurücknehmen. Weil ich will nicht, dass sie ihr ganzes Mana verhauen. Ganz ehrlich, die können ja Mana verhauen gegen die Bossgegner. Ich muss mich nur unbedingt erinnern, wenn das nächste Mal ein Bossfall kommt, dass ich das wieder dann umstelle und dann wieder auf Maß halten draufstelle. Ein Speicherkristall, sehr cool. Der wird uns wieder hilfreich sein. Nein, ich habe doch gerade meinen Ring of Doom eingesetzt. Wenn ich den Ring of Doom einsetze, können sie mich doch nicht anfangen. Ach, der Mana-Ring, der ist mir sympathisch. Auch wenn die Animation da voll schlecht ist. Ihr erinnert euch noch. Alle Mana-Ring, einfach die Hand hochheben und da kommt so ein merkwürdiges Licht aus. Egal. So. Ah, das ist ja zum Gähnen langweilig hier so. Ah, jetzt, ich möchte mir kurz mal umschauen. Könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen, ganz ehrlich. Können nicht alle mal gleichzeitig kommen? Finde ich super, und dann mache ich alle gleichzeitig fertig und dann kann ich mich in Ruhe lassen. Ist das ein Deal? Sind doch ihre Angels fertig? Ja, okay, sie hatten nicht 50% ihres Manas rausgehauen. Aber trotzdem. Gerade schafft es auch immer, seinen Mana super recht zu halten. Ich weiß nicht, warum das die anderen nicht schaffen. So, ist hier irgendwas Schönes? Ja! Was? Ich habe jetzt nicht gelesen. Ich glaube, warte, Apfelgel, oder? Oh, meine Taschen sind voll. Ja, das ist blöd. In diesem Spiel hat man so ein Limit, was man tragen kann. So. Da ist was, da ist was, da ist was. Ein Orangengel, das kommt immer gut gebrauchen. Da war noch irgendein Gegner. Ach, das ist einer von diesen Überwachungsdingern. Die haben wir schon mal in... Oh, okay, das sieht ein bisschen härter aus. Die haben wir schon in dem, als wir in Gefangenschaft waren, ebenfalls in einem Lager der Descents. Da haben wir uns auch mit den Dingern hier angegriffen. Beast! Beast! Es ist blöd, diese blöden Schießdinger gehen alle auf mich. Ah, die haben viel zu viel Leben, ganz ehrlich. Und wir machen hier noch voll wenig Schaden. Helfen wir mal, Colette, dankeschön. So, der ist es down, dann können wir uns jetzt... Na, können wir uns erst um diese Daten... Ne, doch, stimmt, können wir uns erst um den. Weil ich zu faul bin, um nochmal neu anzuvisieren. So. Ich peitsche dich auch nicht aus, lass mich in Ruhe, so. Beast! Beast over! So, dann hier nochmal wunderschön, Angel Feathers. Und weggehauen, so, komm. Okay, so, auf die Gegner müssen wir aufpassen, weil diese Roboter sind, also sind jetzt nicht unglaublich stark, aber sie haben deutlich mehr Leben als hier die Gegner. Also, die sollte man jetzt nicht ganz so unterschätzen wie hier alle anderen Gegner. So, es ist hier nur eine Frage, bis irgendein Gegner kommt, der mich dann wieder voll fertig macht. Also, seid bereit darauf. Ich wette, der Bossfight wird mich einfach so zerfleischen und dann einfach. Ah, so kennt ihr mich. So, wir haben Magnus noch nicht besiegt. Achso, hier ist der Ausgang. Ah, okay, wahrscheinlich hätten wir den Geheimgang benutzt, wären wir wahrscheinlich hier rein... Also, hätten wir erst uns die Pläne geholt, wären wir hier reingekommen. Also, im Endeffekt hat uns jetzt das nicht so viel geholfen. So, jetzt können wir uns warpen. Warp! Erstmal umschauen. Und speichern können wir schon mal. Das ist schon mal immer gut, wenn man speichern kann. So. Speichern mal. Und so. Speichern. So. Okay, dann würde ich sagen, können wir uns jetzt hier umschauen. So, da ist ein Teleporter, so wie es aussieht, aber den können wir nicht benutzen. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Gehen wir erstmal nach links. So. Und, oh, da sind die Menschen, die gefangen worden sind. Es sind die Gefangenen. Bitte, wir müssen sie retten. Ja, wenn man bedenkt, was alles geschehen könnte, können wir sie nicht einfach zurücklassen. Sollen wir uns also in zwei Gruppen aufteilen? Nein, bitte überlasst das mir. Es werden bald Angehörige der Armee von Palma Costa eintreffen. Ich werde hier bleiben, um mich mit ihnen zu treffen, um die Leute zu befreien. Bitte kümmert euch um Chocolate. Okay, wir überlassen es also dir. Okay, hier die armen Gefangenen. Hä? Was? Hm? Was ist los? Willst du nicht von hier verschwinden? Ich danke dir, dass du mich hier gerettet hast. Hier, nimm das. Was ist das? Ich habe sie dort drüben gefunden.
Ich sah, wie die Dessens diese Kette so vorsichtig behandelten, als wäre sie außerordentlich wichtig. Danke. Eine blaue Karte haben wir erhalten. Also ich schätze mal, diese Karten werden wir irgendwie gebrauchen, um gewisse Türen zu öffnen. Und werden sich wahrscheinlich noch sehr nützlich hier zeigen. So. Ach, glücklicherweise konnten wir mal schon mal die Menschen befreien. Das ist schon mal das Wichtigste. So. Wenn wir jetzt noch Schocklepp befreien, dann ist unsere Mission auch sehr gut geglückt. So, Glück gehabt, dass wir erst hier gegangen sind. Das war schon mal eine sehr gute Entscheidung. So, nun auf zum anderen Punkt. Und, was ist denn hier Schönes? Ist es ein Rätsel oder was? Oh, ich hasse Rätsel. So, was ist hier? Greifen stand da. Hallo, Greifen? Achso, die wartet. Hä? Greifen? Ja, greif doch. Ich kann nicht greifen. Achso, unsichtbare Blöcke. Ha, lustig. Okay. Kurz überlegen, warte. Kann die Sicht bitte wieder weggehen? So. Also, kann ich den nicht einfach hier aktivieren? Doch, kann ich. Puh, ich weiß jetzt nicht, warum da so viele von den unsichtbaren Blöcken dann, aber es ist... Okay. Ich schätze mal, hier können wir uns erstmal schon einen Weg machen. So, eine Gimme haben wir gefunden. Das ist sehr cool. Und dann würde ich sagen, wartet, nehmen wir hier den Stein. So, komm. Leute, schieben. Schieben! Schieben! So, schieben wir mal den unsichtbaren Block. Ich verstehe nicht, warum die Blöcke unsichtbar sind, aber egal. So, und dann tun wir den hier rein. Dann haben wir hier immer schon mal wieder einen Weg zu unserem Erfrischer. Und ich glaube, der ist hilfreich. So, einen schnellen Weg natürlich. Okay, ihr seht, wir können da jetzt hier locker hier immer hingehen und uns dann erfrischen. Hä? Also das finde ich aber nicht cool, dass man die Gegner nicht sieht in dieser Sicht. Also das finde ich ein bisschen nervig, weil, ja, weil es einfach unnütz ist. So, jetzt blocken mich so viel meiner Schläge hier. Beast! So, bist du down? Seid ihr mal down? Beast! Warum hält der auf einmal so viel aus? Und wir machen voll wenig Schaden, fällt mir mal auf. Wir müssen uns eindeutig mal nach einem besseren Schwert erkunden nach dem Level hier. So, machen wir den auch kurz an. Beast! Stalagmiten! Und da ist der letzte. So, Abwehr durchbrochen und das war's. Man macht, glaube ich, wenn man von hinten angreift, macht man mehr Schaden. Oder kommt es nur mir so vor? Ich glaube, man macht mehr Schaden. So. Da war irgendwas. Ein weißes Silber, okay. Das sind Gegner. So, ganz kurz zum Erfrischer. Schleichen wir uns hier. So, erfrischt. Und weiter geht's. So, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Im nächsten Part geht's dann hier weiter mit Let's Play Tales of Symphonia. Und dann werden wir versuchen, hier die Limonette Schokolade zu retten. Ich verabschiede mich bis dahin und bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.